Ja, hey und herzlich willkommen. Ich grüße dich zurück zu einem weiteren Teil von Diablo 3, unserem Hardcore-Helden. Ja, wie du siehst, ich habe jetzt mal gedacht, dass wir mal gemeinsam mit anderen spielen. Und ich hoffe, dass jetzt hier noch was passiert. Oh. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Doch die Diener der Hölle werden stärker. Ich nehme das jetzt einfach mal für mich. Ja, ist auch mal nett. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Die Ach so, Diener ja, der okay, das Hölle ist jetzt werden eh erstmal. schwächer. Ein Ring hat es uns noch dagelassen. Der ist ein bisschen besser, okay. Ey, wieso geht der alle? Die haben gesehen, ich bin da. So, sucht nach der Kammer von Königin. Ah, nee, ja. Aber irgendwie sind jetzt ja alle gegangen, ne? Der Orden würde mir nie verzeihen, mit einem Dieb umherzuziehen. Ja, ich wette, Sie verzeihen eine ganze Wir gehen einfach mal vor. Ich hoffe, dass die anderen noch mitkommt. Weil, ja, das ist schon wieder gegangen. Ja, weil allein ist es halt ein bisschen blöd, ne? Wegen dem Schaden auch. So, ja, was ist passiert? Wie du hörst, mein neues Mikrofon ist endlich da. Zu dem Diablo 3 Nikolaus Special war leider nichts, also es hat sich Ich habe leider einen neuen Verbündeten niemand gewonnen, gemeldet gehabt. doch die Diener der Hölle werden stärker. War so ein bisschen schade. Aber ja. So schön, wenn ihr dem Spiel beigetreten seid. Ihr könnt auch gern mit herkommen. Ja, ich werde es jetzt schon mal ankündigen. Für Weihnachten gibt es auch auf jeden Fall ein Weihnachtsspecial. Das wird dann aber wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal, dass wir das zu WoW machen werden. Weil, wie gesagt, Diablo hat sich jetzt leider niemand gemeldet. Erstmal das Absuchen noch. Also die Quest hatten wir ja beim letzten Mal schon gemacht, ne? Das ist halt immer so blöd, wenn man mit anderen irgendwie. Also wenn man dann in ein öffentliches Spiel reingeht, dann kommt man nicht mehr weiter bei dem, was man gemacht hat. Man muss es halt nochmal neu machen. Aber das stört uns ja nicht, weil wir bekommen EP. Ich hatte jetzt am Wochenende auch extremste Probleme mit meinen Videos gehabt. Also sorry, wenn jetzt ein paar Videos ein bisschen später erst gekommen sind. Das leckt ja wie Ein Hunde. Verbündeter hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach so, ja, ich hatte extreme Probleme gehabt mit meinem, ja, vor mit dem Aufnehmen von den Videos, jetzt auch mit dem neuen Mikrofon. Da musste man erst den Ton einstellen, dann mit meinem Renderprogramm. Also es hat schon gerendert, aber beim Hochladen von YouTube, es hat nicht mehr hochgeladen. Also hat schon hochgeladen, aber es hat nicht mehr verarbeitet. Und das war jetzt schon sehr ärgerlich, weil ich habe dann echt fast das ganze Wochenende nur damit verbracht, jetzt rauszufinden, wo der Fehler liegt. Oder was halt war.
Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Ja, und jetzt funktionieren eigentlich die Vitus alle wieder. Ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wollte. Holly, war Holly nicht gerade eben schon mal da? Holly, da oben waren wir schon. Oder? Doch, da oben. Da oben sind wir hergekommen. Sag jetzt nicht, da oben geht's weiter. Nein, da oben geht's wirklich weiter. So, jetzt hätte ich gerne meinen Sprint. So schneller vorankommen. Kriegsgerilla. So, den nehmen wir mit. Wo seid ihr denn alle? Ach, da hinten geht's lang. Okay. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Spoony, ja, herzlich willkommen, Spoony, bei unserem gemeinsamen Spiel. Du bist mittendrin in der Aufnahme. Jetzt haben wir Loki, Holly und Spoony. Klingt alles sehr englisch. Und der dicke Barbar hängt hinterher. Sie warten. Sie warten. So, Demon Hunter ist auch OP, gell? Also würde ich jetzt mal sagen. Finde ich schon sehr. Die schießen ja alle weg schon. Ist nicht mal da, wenn sie die alle schon down. Hallo? Warte doch nicht. So, ja genau, hier sind wir stehen geblieben, wo wir dann hinten den Stab holen mussten eigentlich. Schneller! Ab zur Hochlandkreuzung. Gleich einen Schluck Kaffee nehmen. Es war schrecklich. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr auf unerklärliche Weise. Ich verstehe jetzt nicht, warum das hier so mega leckt, also. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Vor langer Zeit verließen 5 Clans des Umbaren-Stammes die Ganze. Wanderten nordwärts.
Nach ihrer Verwandlung zu Kasras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen. Sie gaben diese Fähigkeit an die Schlauesten unter ihren Kindern ab. Dies sind die Kasra-Schamanen. Sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Oh, Champion, Champion. Und wir sind Stufe 12. Sehr nice. Nimm mal schnell einen Trank. Wir mögen keine Waldwesen. Nein, wir mögen keine Waldwesen. Die mögen wir auch im normalen Spiel nicht. Zusammenspiel geht's echt super flott hier, ne? Und wenn man bereit ist. Gelbes droppen. Gelbe Sachen, wir brauchen gelbe Sachen. Aber so zusammen spielt schon cool. Spielt eigentlich noch jemand von euch Diablo 2? Also das würde mich echt mal interessieren. Weil ich habe ja wieder eins angefangen, ein neues Diablo 2. Bin halt nur noch nicht, also bin halt am überlegen, ob ich es hochladen soll für euch. Also ob es halt interessant ist, ne? Weil ich meine, jetzt gibt es Diablo 3, jetzt kommt bald Reaper of Souls raus. Jetzt kommt ja die Close Beta. Kommt jetzt auch bald. Die werden wir auf jeden Fall auch einzocken. Mit Anweisungen zu ihrer Beschwörung. Nicht genug Wut. Dieses
schreckliche Wissen für immer verloren. Ja, und dann schreibt mir doch mal in die Comments, ob ihr Diablo 2 sehen wollt, oder ob wir mal, also ob ich das hochladen soll. Da Fail voll reingehüpft. War hier, ne? Schon. So, einmal zu Leorings Anwesen. Also ich glaube, der Demon Hunt ist echt OP, ne? Wenn ich das mal so sehe. Ich meine, ich glaube, also für mich ist das jetzt keine Klasse oder so. Ist schon da geil. Kaffee. Oh, das war laut. Boah, mein Vergeterker. Er hat Bluten mit drin. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir mal Bluten mit skillen? Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Moment, wir schauen das nochmal hinten meine in den Kamin. Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich nämlich in der Wüste um Chaldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht Schienbein. Zu dem Meister. Was heißt Schienbein auf Englisch? Ein öfter krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. So, die haben währenddessen schon alles gelegt. Euch zu verstecken, Magda. Sehr gut. Sie haben... Und weiter geht's. Jetzt haben wir Revanche. Revanche. Wir müssen mal skillen gleich. Kennt einer von euch eigentlich King's Bounty? Also ich spiele das jetzt auch noch mit, also halt offscreen. Und ich spiele das echt total gern. Kennt das einer? Wenn das einer von euch kennt, dann schreibt mir das mal in die Comments. Ich bin überzeugt,
dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß wahrscheinlich alles klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wählt. Wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen. So, dann schauen wir mal, wo es uns jetzt hinführt. Hopf, und einmal rein. Sie sich bereits, dass ich als nächstes Sie ins Auge fasse und Ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann ich noch trauen. Hopf, ich geh mal rein, dann kannst du das sehen. Also ich muss sagen, so eine Gruppe macht es eigentlich echt sehr viel Gaudi. Ich meine, natürlich übernehmen andere auch mit Schaden von dir. Das heißt, du kannst dich ein bisschen mal entspannen mit. Musst jetzt nicht so sehr aufpassen. Ja, du sammelst für die P. Auch klar. Ich meine, dann während der eine halt den einen macht, dann macht der andere halt den anderen, ne? So, ungefähr. Ah, ich freue mich wirklich so sehr, wenn Reaper of Souls rauskommt. Das ist sehr geil. Lassen wir mal liegen, den Blauen. Hallen der Agonie, Ebene 2. Ich hab so die leise Befürchtung. Ich hab hier unten schon lange nicht mehr Kopf gehabt, aber war hier nicht Atmodan dann? Ich will immer die Dachbrust von rein, ne? Schon hast du da, oder? Sauber. Leute! Nee. Wir gehen mal lieber. Weil allein gegen die drei dicken... Wäre ich jetzt umgefallen, ne? Ah nee, das war hier noch nicht. Aber der kommt jetzt halt nicht, ne? Asmodan. Ich dachte zumindest, dass der jetzt nicht kommt. Mein Gepäck ist voll. Nee. Ja, das sind nur weiße Sachen, sorry.
Ich soll sie wirklich alle down. Mann. Skillen. Und dann rennen die alle uns vorweg. Mein Gepäck ist voll. Wir kommen gleich wieder, Jungs. Keine Bange. Ich komme gleich. Wir machen jetzt noch einmal. Mit zu craften das mal alles schön. So. Oh, die Hose ist besser. Das auch. Nein, jetzt haben wir... Jetzt wollte ich gerade sagen, scheiße. Jetzt habe ich es trotzdem noch gesagt. Loki, ich komme. Also jetzt hätten wir doch trotzdem mal einen Tristram kurz skillen können, aber nein. Den Waffenwurf haben wir bekommen. Also der Demon Hunter ist wirklich OP, ne? Die macht schon von hier draußen den totalen Imba-Schaden. Bis wir dann mal da sind. Dauert es, ne? Haben wir alle? Ah, wir haben alle. Gut, dann geht's in die Mitte zum Zwischenboss. Ja, du platzt jetzt eh wieder. Hier lang. Kommt hier lang. Bin ich denn da?
der Einzige hier, muss ich alles selbst machen? So sei es. Stellt euch und büßt, Herr Sinti. So. Doch hier unten kommt schon Asmodanitz. Täusch mich doch nicht, oder? Täusch ich mich? Ich täusch mich doch nicht. Schocker. Das Buch. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun voll. Ah, das war jetzt so geil, die Tage, wo ich wieder Diablo 2 gespielt habe. Ich meine, die Grafik ist natürlich Augenkrebs, sag ich mal jetzt. Also wenn man nicht halt so Grafik gewohnt ist, aber... Ah, vom Spielgefühl war es halt total geil, ne? Wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Nicht genug Mut. Lass dir mal was Schönes fallen. Okay, da bin ich Schnitzel hier, ne? Schon sehr geil. Glaubt ihr, meine Beschwörer könnten einfach einen Dämon aus dem Ärmel schütteln, wenn ihnen danach ist? Wir brauchen Blut. Frisches Blut. Das ist wichtig. Und Menschenfleisch, um unsere Magie zu verstärken. Ich erwarte in Kürze eine Antwort von euch. Schätzchen, weißt du, wo wir hin müssen? Ah ja, dahinter. Schätzchen. Ich da bin ich der Tod. Doch, Kammer des Leidens ist Asmodan. Hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. OMG. Jetzt geht's los.
Ich hasse ihn mit diesem Ranziehen und oh, furchtbar. Komm her, du altes Fleischbrüher. Oh. Auf Range. Nein. Sehr gut. Ich meine, ich habe die Hälfte zwar eh nicht gemacht. Ich wäre gar nicht groß rangekommen, ja. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein Diablo gehorchten. Die schlechten Körperteile anderer Dämonen zusammengenäht, um so all ihre Stärken. Oder weil ich der Einzige, der den Erfolg hat. So, jetzt zerfleischen wir euch noch. Oh. Fail. Sprung-Fail. Jump-Fail. Wartet auf mich. Nein. Ich wollte auch was machen. Hätte doch mal warten können. Jetzt erinnere. Trail. So. Die Zeit. Nee, da. So, den ersten Akt haben wir geschafft. Jetzt haben wir, was haben wir denn da bekommen? Nichts Tolles. Macht mehr Schaden minus Leben. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen ja Schaden und Leben. Das ist sogar noch besser. Gut. Herstellen. Ja, unsere Reparaturkosten halten sich mal schön in Grenzen. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, meine Beste? Ihr könnt gerne nach Caldeum aufbrechen, aber ich nicht. So. Ja, und mit der Endsequenz jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil und im zweiten Akt wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, euer Spike.